Das haben sie heute ausgenutzt und sich so den Sieg geholt. Bei solchen Bedingungen braucht man immer etwas Glück. Aber sie sind mit der Strecke gut zurechtgekommen und haben dadurch gewonnen. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Das ist ein völlig neues Format für mich und für euch vielleicht auch. Es besteht kein Zweifel, dass in der F1-World jede Menge Action geboten wird. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.